Das ist der Grenzübergang. Hinter den Schranken war ich jetzt ungefähr eine Stunde gestanden und die haben alles bei mir geprüft. Erst haben sie mir gesagt, dass ich 14 Tage in die Quarantäne muss. Dann habe ich denen erzählt, dass ich aus Deutschland komme und dann ging es los. Temperatur messen, unterm Arm, dreimal das gleiche Formular ausfüllen und naja, jetzt habe ich es also geschafft. Jetzt haben sie mich durchgelassen und jetzt fahre ich nach Chashan. Ich will mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was aufnehmen können unterwegs. Gucken wir mal. Ist hier doch ein bisschen Verkehr. Also gar nichts los ist hier nicht. Vielleicht ein bisschen weniger als sonst, aber wir werden nachher sehen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin jetzt den ersten Morgen in China und fahre jetzt in die Firma. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier fast der gleiche Verkehr ist wie sonst auch. Also schauen wir mal, schalten wir mal um. Die Schaltung ist hier ein bisschen einfach. Also die haben wir offensichtlich Steuerungen, die bei uns vor 40 Jahren eingesetzt worden sind. Es fehlt immer eine Straße, ob man links abbiegt oder nicht, das ist egal. Eins nach dem anderen kommt. Aber man sieht, es ist relativ viel Verkehr. Das ist ganz normaler Verkehr, wie das auch letztes Jahr der Fall war. Schauen wir mal weiter. Und überall riesige Wohnblocks, die in den letzten 3-4 Jahren entstanden sind. Und diese Wohnungen sind zu 90% alle leer. Und das ist das Problem, wenn in China von der Immobilienblase gesprochen wird. Das ist staatlich finanziert. Die werden auch verkauft. Die Menschen kaufen die Wohnung und wohnen aber meistens da nicht drin. Sie sehen, dass das die Fassade ist. Die Flex, die stehen jetzt schon seit ungefähr 2 Jahren dort. Hier ist auch so ein Wohnhaus und Sie sehen, da wo Wäsche auf dem Balkon hängt, die Wohnungen sind belegt. Aber je weiter man rauf geht, alles frei. Und da drüben wird weiter gebaut. Jetzt fahre ich zur Firma, schauen wir mal, ob PIKO noch steht, aber klar, Stone hat mir gesagt, alles in Ordnung. Ah ja, es kommt erstmal auf unserer Seite ein Auto entgegen. Das ist in China öfters, also man muss da sich nicht drüber wundern. Da fährt man einfach mal auf der anderen Seite. Also da vorne ist PIKO. Gucken, ob ich kontrolliert werde. Stone hat mir gesagt, dass Temperaturchecks und sowas gemacht werden, bevor man in den Bereich von unserer Firma reinfährt. Oh, da haben sie mal wieder Da sitzen sie schon, schauen, ob sie irgendwas machen wollen. Nö, wollen nichts machen. Ups. So. Und jetzt sind wir gleich da. Meine Leute werden dann vermutlich Temperaturcheck machen bei mir, wie sich das gehört. Morning! And everything okay? Okay, tschüssi. Okay, dann fahren wir mal rein. Also, das ist PIKO. Hatte ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass ich eine Plate Number, also eine K-Nummer habe, wo PIKO draufsteht? Muss ich Ihnen mal zeigen. Das ist doch mal was Besonderes, ne? Offizielle K-Platte, also ein Nummernschild von Hongkong. So, jetzt gehe ich mal rauf. Nachher gehe ich mit Ihnen noch mal kurz durch die Fertigung, damit Sie mal sehen, wie es bei uns so ausschaut. Oh, hier haben wir eine ganze Reihe von Bäumen gefällt. Das waren Bäume, die bringen im Frühling, wenn die blühen und wenn die Samen ansetzen, dann haben die sowas wie Baumwolle. Und das war dann ist durch die ganze Firma geflogen. War ein Riesenproblem. Jetzt haben wir sie gefällt. Aber schon neue gepflanzt, und zwar Litchi-Bäume. Da ist einer, so ein kleiner. Hier, der da. Ja. Da ist auch noch einer. Der da. Okay, bis gleich oben.